Schönen guten Tag, Herr Meinecke. Ja, draußen hier in meinem Garten wage ich Ihnen dann anzuraten, eventuell mich einzuladen zu Seven vs. Wild. Der Kanal ist zwar Schalker Botschaft, hat nicht viel mit Outdoor zu tun. Ich selbst habe schon ein bisschen was mit Outdoor zu tun, nur ich filme mich nicht dabei, wie ich am Birken knibbel. Was gibt es sonst noch zu sagen? Ich habe Erfahrung in der sandigen Wüste, in der feuchten Wüste, in einigen Wüsten, ehrlich gesagt, und auch ein bisschen im Dschungel. Ich habe auch einige Sachen. Zachel habe ich dabei. Spaten, ja, normalerweise in meinem Jeep. Ich fahre Jeeps. Ich bin ein Outdoorsy-Typ, ich fahre Jeeps. Taktische Buchse. Das Schild ist nur dran, da. Die habe ich noch nicht getragen. Ich habe nämlich eine taktische Buchse an. Ich trage immer taktische Buchsen. Denn man weiß nie, wann einen oder was einem survival-technisch abverlangt wird. Nicht? So, habe ich. Axt. Auch dabei. Von CR Katie. Ja, bla bla bla. Ne? Wunderschönes Teil. Werfen, hacken, kannst du alle mitmachen. Gut. Das habe ich auch. Aber das Wichtigste. Ja, was ist das Wichtigste? Tarnung, gerechte, dschungelgerechte Kleidung habe ich natürlich auch dabei. Ja, dschungelgerechtes Tarnzeug ist wichtig, damit einen das Viehzeug nicht sieht. Oder eventuell gefährliche Ureinwohner zum Beispiel. Muss man ja vorsichtig sein. Und natürlich mein Deckel. Jeder Topf braucht einen Deckel. Ja, lassen Sie sich was einfallen. Ich warte. Ich habe extra eingekauft. Herr Meinecke und Team. Ich erbitte die Erlaubnis, die Wildcard benutzen zu dürfen. Zeit habe ich auch. Zeit habe ich so viel, kannst du gar nicht ausdenken. Ja. Viele Grüße und weiterhin gutes Gelingen. Tschüss. Glück auf.